zusammen und herzlich willkommen zurück zu Rags to Riches Challenge und zwar hier bei unserer Kim Klee und Kim Klee wollte eigentlich gerade essen und dann hat das Telefon geklingelt und ja, der Postbote fragt uns, ob wir mit auf eine Party gehen wollen. Eigentlich müssten wir bald ins Bett, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin, weil ich immer noch hoffe, dass wir unseren Traum-Sim treffen. Und oh, jetzt habe ich nichts mehr zum Trinken. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt ist ja hier eine Party. Und ich bin jetzt der Nächste gleich wieder. Ja, jetzt haben wir mehr oder weniger Postboten, haben wir eine Verabredung. Können wir mit ihm... Ich kann mit ihm wieder irgendwie nicht... Ich kann mit ihm nicht viel anstellen. Oh, es ist laut. Es ist so laut. Ja, lass uns ja mal ein bisschen Spaß haben. Ah, das ist irgendeine Feiergruppe oder wie? Aber ich kann mich halt anderen Sims nicht vorstellen. Ich verstehe es nicht. Spürt den Hype. Jetzt spüren sie alle den Hype. Alles klar. Ich gehe sowas mal hier mal auf die Seite und überlege gerade, warum ich immer noch, warum das Sim immer noch niemand kennenlernen kann. Ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es gibt ja die Karrierebelohnungen. Beziehungsweise die Belohnungen hier und da habe ich dann vorhin mal gedacht, wir könnten einmal machen, stets willkommen oder... Blitzleserin, Frühaufsteherin, Mentorin, Nachteule, Sturmjägerin, Herd- und Grillprofi. Nee, was wollte ich denn? Markttauglich. Sims verkaufen selbsthergestellte Objekte für mehr Simoleons. Da ist jetzt die Frage, sind da unter anderem auch die selbstgeernteten Sachen mit drin oder nur die selbsthergestellten? Weil das wäre schon interessant, aber da braucht man 1100. Und 1500 könnten wir uns jetzt zwar schon leisten, aber ob das was bringt, das ist halt die Frage, gell? Die Hygiene und so, das würde mich jetzt weniger interessieren, eher die Kälte dann, dass uns das nicht so viel ausmacht. Wasserfest wäre jetzt auch nicht so interessant, Blitzleserin, naja, bringt uns jetzt nicht die Welt. Bestimmte Fähigkeiten, Level 10 erreicht haben, Interaktion im Unterricht freischalten. Nachteule, Sturmjägerin, Herd- und Grillprofi. Das wäre wohl so das Einzige, was ich gerne machen würde. Tja, dann haben wir das mal gemacht. Und die nächste ist mal wieder 20.000 Simoleons zu haben. Oh, was da los ist? Das ist ja voll die laute Party. Ich glaube, ich muss Sims doch noch ein bisschen leiser machen. Moment. Ich mache es euch mal für euch mal nur leiser. Immer nur so laut. Zusammen zuschauen. Sie ist kokett. Weil DJ die Menge gespürt hat. Aha. Aber sie kann jetzt halt einfach mit irgendjemand. Nein, kann sie nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar. Ich mach mal, kann ich dem Sim andere Dinge geben? Andere Eigenschaften? Ich glaube nicht. Holy Nine Mokosa. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht machen. Ich wusste es. Ja, ich möchte abbrechen. Nein, jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen. Es tut mir leid. Ich hätte gedacht, ich kann vielleicht hier das Merkmal wegmachen. Weil ich gedacht habe, dass vielleicht dieses Merkmal unsere Probleme macht. Aber der Sim, den ich erwarte, der ist immer noch nicht da.
Ah, das ist ja cool. Jetzt ist gerade so ein Lama außenrum geflogen. Ja, die macht schon Musik. Naja, gut, jetzt nicht unbedingt, aber sie macht Musik. Die Frage ist nur, wie kriege ich die Merkmale wieder weg? Wie kriege ich die Merkmale wieder weg? Das hier würde ich nämlich gern wegmachen. Weil ich nämlich nicht weiß, ob das daran liegt. Weil das ist nämlich ein mod-spezifisches Merkmal. Wo ist denn unsere Kim Klee? Was? Kim ist jetzt ein DJ. Okay. Warum? Nur weil sie Zuhörer hat, oder wie? Das ist ja cool. Ach, jetzt hat sie sich einfach hingelegt. Oh, sie ist so müde. Ja, ist sie. Alle anderen feiern und machen Party und sie liegt hier. Pass mal auf. Ich schaue jetzt mal schnell. Zusammensitzen, mehr Auswahl, Aktionen. Ich habe das Gefühl, da ist der Ding noch drinnen. Der Wicked Whims, weil diese Geburtenkontrolle ist, glaube ich, vom Wicked Whims Mod, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal gucken, dass ich den Mod wieder rausmache. Also, ich habe ihn ja schon rausgemacht, aber anscheinend nicht gut genug. Widerlich sein, Outfits, Explore. Services, Trial for Lizenz, das haben wir auch noch nicht gemacht. Schauen wir hier nochmal. Erstelle ein Sim, Spielregeln umgehen, Spielbereinigung. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sim Tournaments, Lives Drama. Nipple Dramatic Situations around the Sims. Nein, Leute, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir könnten sie aber jetzt einfach nach Hause schicken. Was? Diese Sim kann jetzt nicht nach Hause gehen? Wieso kann sie nicht nach Hause gehen? Muss sie aus dieser Gruppe austreten? Kim, du musst leider wieder aufstehen. Und zwar musst du... Mehr Auswahl, du musst aus dieser Gruppe austreten. Aktionen aus Runde entfernen. Ach so, nein, das ist seine Gruppe. Aktionen, Runde auflösen. So, ich kann jetzt die... Ja, jetzt ist... Aber warum kann ich nach Hause? Wieso kann ich... Ah. Spezialeffekte. Alles an. Wieso kann mein Sim nicht nach Hause gehen? Kann mir das jemand sagen? Ich möchte aber nach Hause. Ich möchte aber heim. Vor allem, sie schläft halt hier jedes Mal wieder ein. Und dann schläft sie wieder ein. So. Aktionen. Runde bilden. Ach nee, jetzt könnten wir hier die Runde bilden. Kann ich jetzt nach Hause? Dieses Sim kann jetzt nicht. Ach, weiß nicht. Ich habe das jetzt gerade gar nicht gesehen. Es tut mir leid, ich habe es gerade nicht gesehen. Du sollst nicht nach... Oh, du sollst heimgehen, Mädel. Jetzt haben wir es schon aufgelöst. Man geht sie trotzdem nicht heim. So. Wir sind in Wimbledon, oder? Oder wie heißt das, Kaff? Ich glaube schon. Oh, unsere Kim ist so müde. Ja, das haben wir ja gewusst, dass sie extrem müde ist. Deswegen wollten wir sie ja ursprünglich nicht losschicken. Aber ja, irgendwie kann sie immer noch nicht mit anderen Leuten interagieren. Und das frustriert mich. Und zwar massiv. Und jetzt tust du erstmal deinen Buntbarsch noch essen. Dann kannst du schlafen gehen, meine liebe Kim. Oh, sie ist schon wieder so super begeistert. Ja, ich verstehe sie, sie ist müde, ist ja klar. Nee.
Kann sie eigentlich auch selber einen Stuhl herstellen? Beistelltisch, Barhocker, Wandregal, Spiegel, Gartentopf. Drachenskulptur, Pferdeskulptur, Messerblock, Häschenskulptur, Elefantenskulptur, Drachenskulptur können Sie auch mal herstellen. Würde mich schon mal interessieren. Wie viele Punkte hat sie denn? Wo ist denn unser Lieblingsfrosch hier? Wirbelblumen. Jetzt haben wir drei Stück. Kann man wieder einen verkaufen. Kim hat eben einen Frosch gezüchtet. Ja, ich glaube, ich werde bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mal ein Gewächshaus bauen und werde wahrscheinlich mal schauen, dass ich diesen Wicked Whims Mod komplett rausbringe und dann hoffen, dass es dann besser funktioniert. Tja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tut mir leid, dass es immer noch nicht funktioniert. Ich schaue echt jetzt mal nach, bevor ich die nächste Folge. Happy Lion Dog, yay! Ach ja, stimmt, genau. Ich habe da tatsächlich was gemacht. Geh in die Kirche, um zu beten und treffe andere Dinge. Kontakt zum Jenseits. Und Festtagsessen. Sollen wir den noch schnell mitnehmen? Ich lasse mal schnell alles machen und cutte mal. So, unsere Kim Klee, die kocht sich gerade hier ein Fischfest mal und es scheint nicht so wirklich gut zu funktionieren, weil sie hat ja Hunger. Ich hoffe, ich habe jetzt in der Zwischenzeit das andere rausgeschnitten. Oh. Ja, so schnell ist natürlich was einbrannt. Und danach werde ich sie nämlich dann gleich eine Zuckerschädelgabe darbringen lassen am Grabstein ihrer Mutter. Das gehört nämlich dann mit dazu zum Kontakt zum Jenseits. Spaghetti und Erdbeerkuchen gelernt. Das ist schön. Das freut mich. Nein, du gehst jetzt erstmal essen. Ein Gericht nehmen. Mädel. Erstmal Mampfe Mampfe machen. So. Da haben wir das erste erfüllt. Ein Festtagsessen. Das tun wir gleich aufräumen. Rechnungen sind in der Zwischenzeit auch reingekommen von fast 500 Simoleons. Nicht gerade wenig. Zuckerschädelgabe darbringen. Schauen wir mal, was sie da macht. Das würde mich doch jetzt interessieren. Simsei Bulain. Wie? Da kann sie immer noch nicht hin. Das gibt's doch nicht. Ah, na endlich. Ah, Wind. Janga Jerobi, Okay. Imaimp. Okay. Was macht sie jetzt? Sie geht jetzt Schnee schaufeln. Tja, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, wie ich sie in die Kirche schicke. Steht auch leider nicht dran, wie man in die Kirche kommt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt habt ihr zumindest ein bisschen hier vom Happy Leichentag mitbekommen, was man da so machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Ade Vashe und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.